with grace. Hey, komm, dann mach ich mal eine kleine offizielle Einleitung. Ja, Stefan, komm. Ja? Mach du. Also, wir sind die Two Drummers Talking und ich freue mich sehr, dass es weitergeht hier und wir haben einen tollen Gast heute. Und zwar Olli Rubo. Der liebe Olli, ich kann dich eigentlich nur so beschreiben. So beschreibe ich dich nämlich immer, wenn mich jemand fragt, wer ist eigentlich der Olli? Dann sage ich, wenn es mir mal nicht gut geht, dann rufe ich Olli Rubo an und danach ist die Welt wieder in Ordnung. Hey. Und das ist egal, ob das musikalische oder menschliche oder irgendwelche Fragen sind oder ob es überhaupt kein Thema gibt. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mit dir spreche, ist danach mein Leben ein bisschen besser. Wir können eigentlich jetzt direkt abbrechen, also genauso würde ich es dann im Netz für immer und ewig stehen lassen und spieß mal meine Familie vor und auch an den Stellen, wenn es mal natürlich gar nicht so ist. Ja. Perfekt. Ja, sehr gut. Nee, hey, das ist wirklich großartig, dass du dabei bist. Ich habe das Gefühl, egal worüber wir reden, dass es immer einen coolen Outcome gibt und deswegen wunderbar, dass du am Start bist. Mensch, hey, ich freue mich auch total und es ist ja großartig, nicht nur mit einem netten Menschen, sondern gleich sich mit zwei netten Menschen und tollen Schlagzeugern unterhalten zu können. Ich habe mich richtig drauf gefreut und ja, das ist endlich mal wieder so ein kleines bisschen Lampenfieber auch, weil es gibt ja auch den Record-Button, wie wir gerade gesehen haben. Genauso muss es sein, also man schafft sich jetzt natürlich einfach auch so die kleinen Highlights und es ist ja eigentlich auch schön zu sehen, dass es relativ einfach geht und freue ich mich. Wir überlegen uns ja immer so ein bisschen, worum es geht bei unseren Talks und mit dir über Schlagzeug zu sprechen, wäre eigentlich zu einfach. Ja. Und ich finde, das macht dich auch nicht aus als Musiker und als Player. Und wann haben wir uns kennengelernt persönlich? War das über das Kreativ Drum Camp? Ich habe auch überlegt, also da auf jeden Fall richtig intensiv. Da haben wir uns richtig kennengelernt sozusagen. Und ich habe dann verfolgt, was du machst und du bist mir als sehr spezialisierter Musiker und Schlagzeuger vorgekommen und hast, glaube ich, auch einige der Workshop-Teilnehmer damals gefordert mit den Themen, die du hattest, weil sie eben sehr speziell waren. Und dann hatte ich so ein bestimmtes Bild von dir und hab dich dann mit Huttler live gesehen und das war eins der geilsten Konzerte, die ich je gesehen habe. Und was ich richtig cool fand, wie du deine einzigartige Spielerpersönlichkeit in den Dienst der Musik gestellt hast. Also so, als gäbe es gar keine Fragezeichen, dass innerhalb des Huttler-Konzerts du da spielst und du deine Effekte benutzt, du Delays benutzt, du mit Loops spielst, mit Shaker. Und mit deiner einzigartigen Weise zu spielen. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil es mir gezeigt hat, dass man mit seiner eigenen Sprache in sehr vielen unterschiedlichen Situationen eigentlich spielen kann, wenn man überzeugend ist und wenn man das so großartig macht wie du. Deswegen denke ich so, das Thema Einzigartigkeit und Spezialisierung fände ich total spannend. Mhm. Hast du denn, ist das bei dir so passiert, dass du dich spezialisiert hast? Oder würdest du das von dir selber gar nicht behaupten, dass du ein spezialisierter Musiker bist? Im Nachhinein wahrscheinlich, ja, kann man das schon so sehen, dass natürlich bestimmte Vorlieben dann einfach auch bestimmte Akzente in der Entwicklung gesetzt haben und die natürlich dann auch gern laut rausdrücken und man wird dann in einer bestimmten Ecke halt wahrgenommen. Aber ein Ziel war es, glaube ich, ein Gesetzesziel war es bestimmt nicht, sondern es ging eigentlich immer darum, dass ich mich bei dem, was ich mache, eigentlich auch wohlfühle einerseits und dass ich auch das Gefühl habe, dass das, was ich mache und der Rest der Band und der Rest der Musik einfach gut zusammengeht. Und bestimmt hat sich das dann dadurch auch vermehrt und dadurch wurde es auch spezieller, dass ich halt bestimmte Sachen einfach auch nicht mehr gemacht habe. Bei manchen Anfragen gedacht habe, nee, das entspricht jetzt, glaube ich, nicht meinen Vorstellungen oder meinen Bedürfnissen oder Wünschen oder da passe ich nicht rein. Und vielleicht sind auch durch solche Arten von Antworten
ja, hat sich das dann schon auch spezieller entwickelt, sodass eigentlich ich spiele gern live, aber vor allem dann, wenn ich das machen kann, was ich am besten kann, also wenn ich meine Stärken ausleben kann. Und die anderen Sachen probiere ich immer wieder mal und stelle aber oft auch fest, ja, ich bin jetzt nicht so der wirkliche Bediener und ich kann auch gar nicht alles. Und dann ziehe ich mich aus manchen Sachen, dann, die ich vielleicht jetzt lernen möchte und das immer ausprobiere, ziehe ich mich vielleicht dann auch nach einer Weile wieder zurück. Und insofern, ja, steht natürlich schon so ein Bild da, dass die Sachen, die ich gern mache, also ich bewege mich gern in Musikrichtungen, die in irgendeiner Form klubbig oder tanzbar sind, bei denen Groove eine wichtige Rolle spielt. Und ich bewege mich total gern, aber auch mit bisschen Risiko in Gefilden, ja, in denen interagiert werden kann, wo nicht alles im Prinzip ja, eins zu eins wie am Vorabend reproduziert wird. Also ich bin überhaupt kein im klassischen Sinn ein Musiker, der gern was übt und das Vorbereitete dann darbietet, sondern ich bin jemand, der leidenschaftlich gern aus dem Moment heraus reagiert. Und das ist tatsächlich mein Hauptantrieb. Also das sind die Momente, für die ich lebe, dass einfach spezielle Sachen, unerwartete Überraschungen, ja, bei einem Konzert passieren, dass man selbst staunen kann, dass man, ja, das ist der Auftrieb, das ist die Euphorie und dafür mache ich es. Genial, finde ich. Kann ich euch weiter zuhören? Lehne mich einfach nur zurück. Das ist echt, ich finde es so, so treffend. Also tolle Frage, finde ich auch. Und so eine tolle, tolle, ausführliche, authentische Antwort. Und ich glaube, das ist echt auf den Punkt, die Selbstanalyse soweit irgendwie. Und ich finde das absolut treffend und so wirst du, glaube ich, auch gesehen von ganz vielen irgendwie, dass du einfach diesen speziellen Touch hast, ohne speziell wirken zu wollen oder sein zu wollen, dass das einfach wirklich dein Inneres nach außen gekehrt ist, was vielleicht anderen Kollegen nicht so, mich eingeschlossen, glaube ich, auch irgendwie zum Beispiel. Weil ich kam jetzt deshalb drauf, weil der Stefan vorher diese Idee reingegeben hat, irgendwie individuell sein oder sich selbst zu sein und sowas. Und ich überlege ganz oft, was bedeutet denn das, sich selbst zu sein irgendwie. Ich wollte eine Zeit lang sein wie Simon Phillips, ich wollte eine Zeit lang sein wie Pocaro, ich wollte eine Zeit lang der und der oder so ähnlich spielen können. Ich wollte das alles beherrschen. Und irgendwann bildet sich daraus so ein eigener Style. Und ich glaube, diesen eigenen Style irgendwie, den hast du schon immer so deutlich nach außen gebracht, wie wenig andere, die ich kenne. Finde ich. Ja, das Also ist an dir. spannend. Weil ich hatte dich auch mal angerufen vor, das ist bestimmt schon, ich weiß nicht, ob du da noch in Schondorf warst oder hier in der Stuttgarter Ecke, für ein Cover-Gig. Und du hast abgelehnt. Also so ganz aber selbstverständlich irgendwie und sagtest, ja, das war eher nicht so und so ganz freundlich. Und ich dachte, ach, den Olli Robo, den kenne ich gar nicht so irgendwie. Wir kannten uns davor noch nicht so und ich habe dich angerufen und dann dachte ich so, okay, der lehnt so Cover-Gigs ab. Also jetzt nicht negativ, sondern der guckt nach so eigenen Sachen. Der verfolgt einfach ein eigenes Ziel. Und das fand ich damals schon, wo ich dachte, wow, okay, geil. Und dann, was danach war, ist ja Geschichte. Nee, aber es war schon immer merkbar und spürbar und hörbar bei dir und du hast dich auch so dahingehend geäußert, dass du irgendwie das immer gezeigt, dass du einen eigenen Weg hast. So deutlich wie wenig andere, die ich kenne. Das find ich faszinierend. Weißt du, Und was so mein Gefühl, beständig. weißt du, was mein Gefühl ist? Trotzdem, Olli ist total spezialisiert, trotzdem würde ich dich für jeden Gig als Sub anfragen. Ohne Scheiß, weil ich glaube, dass du musikalische Werte verinnerlicht hast, die dazu führen, dass du in jeder musikalischen Situation was anbieten würdest, wo man sagen würde, geil. Auf jeden Fall. Das ist toll. Also tatsächlich, ich würde auch sofort zusagen, wenn ich, davon gehe ich ja aus, das Projekt, ja, wenn mir das reinläuft und wenn ich auch abschätzen kann, dass da jetzt nicht irgendwelche Sachen gefragt werden,
von denen ich sofort weiß, oh, das kann ich nicht. Eigentlich liebe ich auch genau diese Herausforderung, aber es bedarf tatsächlich einer Grundlage, habe ich festgestellt, nämlich das Wohlwollen der anderen und die Offenheit oder auch die Bereitschaft, sich darauf einzulassen, dass es dann vielleicht ein bisschen anders ist. Also insofern, ich bin jetzt gar nicht so der Bediener und die gibt es auch. Und Stefan, du kannst es zum Beispiel auch, ohne dass du ein Bediener wärst, der so eine Sub-Stelle perfekt füllt, weil er einfach alles mitbringt. Hohe Musikalität und aber auch im Prinzip so eine Vorgabe, im Prinzip auch kurzerhand mal nachzubauen. Also du hast es ja bei D-Fest unglaublich gezeigt. Die waren sowas von begeistert, als du da eingesprungen bist. Und es war klar, also mir war es von vornherein klar, dass es ja auch egal, wenn du es auf deine Art machst, wie auch immer, es wird gut werden. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich das Wohlwollen der anderen spüre, dann laufe ich zur Höchstform auf und dann wird es auf jeden Fall klappen. Dann weiß ich auch, da brennt nichts an. Schwierig ist, wenn ich das Gefühl habe, oh, da ist irgendwie ein bisschen Gezicke oder da sind Animositäten oder auch ein Bad Vibe, dann komme ich auch leicht in Stress und dann wird es schon deutlich verkrampfter. Also auch da habe ich natürlich so in der Vergangenheit, bin ich gern eingesprungen, weil das auch für mich immer so eine Art Kick ist. Also gern auch mal über Nacht wirklich krasse Sachen sich drauf schaffen, hinfliegen, das Ding machen und danach schläft man ein paar Tage äußerst erschöpft, aber wirklich aber auch irgendwie auf Daunen, die ich so im Laden nicht kaufen kann. Ja. Aber tatsächlich habe ich natürlich auch davor schon festgestellt, dass es die andere Seite gibt. Zum Beispiel wurde ich mal wieder auch für einen anderen Cover-Gig angefragt. Da war ich schon hier in Frankfurt und ich habe das wirklich nicht viel gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich weiß, ihr spielt so ein bisschen klubbig, ich komme. Aber ich muss dir sagen, hey, wenn ich selber aufbaue, das ist einfach einer meiner Grundsätze, ich bringe nicht mehr als Kicksnare und Hi-Hat mit und ein Becken. Ja, ja, alles klar. Ich komme zum Club, lad aus, besagter Telefonpartner sagt, hey Olli, sag mal, das ist so ein bisschen wenig. Ich sage, ja doch, ich habe dir doch gesagt, hey, Kicksnare, Hi-Hat. Und dann ist erstmal die Kinnlade runtergefallen und ich habe gemerkt, boah, das kostet mich jetzt ein bisschen Energie, dass ich da... Ich habe es doch ganz klar eigentlich gesagt und dann muss ich so vorschussmäßig sagen, hey, keine Angst, es wird klappen, das wird rollen, es wird ein bisschen anders. Aber dann bin ich schon im latenten Stress. Ja. Das hat dann auch gut geklappt, aber ich habe schon festgestellt, die Voraussetzung und das Umfeld ist, glaube ich, auch letztlich für die Performance auch total wichtig. Und insofern ist es natürlich auch immer toll, dann, ja, wenn man mit den Bands unterwegs ist, die langjährige Freunde sind eingespielt. Ja. Also da ist beileibe nicht alles immer auch Friede, Freude, Eierkuchen. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach um dieses gegenseitige Vertrauen. Und vor allem, ich finde eine Einstellung ganz toll, wenn im Prinzip nicht einer so diktiert, hey, mach das so, mach das so. Also nichts gegen Direktiven, aber wenn jeder so seine Stärken ausspielen kann, habe ich so das Gefühl, dass dann musikalisch eigentlich das Beste passieren kann. Und auf solche Projekte freue ich mich eigentlich und mit denen mache ich am liebsten mit. Mhm. Spielst du denn, also das ist für mich gerade aufgekommen, spielst du denn am liebsten in Band-Settings, wo du der individuellste Musiker bist? Oder findest du es auch geil, wenn der Bassist auch sehr eigen ist? Weißt du, was ich meine? Also, ne, ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass das, was du machst, extrem toll wirkt, wenn da auch ein Spot für da ist und auch Platz für da ist und die andere und die Band, die Mitmusiker vielleicht gar nicht so stark da mitzuziehen versuchen. Weißt du, was ich meine? Ich muss so an Bassisten und Schlagzeuger denken. Zum Beispiel viel spielende Bassisten mit viel spielenden Schlagzeugern zusammen. Finde ich manchmal sehr schwierig. Und oft umgekehrt, wenig spielende Bassisten mit wenig spielenden Schlagzeugern kann manchmal sehr statisch wirken. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe es total. Aber tatsächlich, so habe ich das auch noch nie betrachtet und ich glaube, ich würde es auch nie im Vorfeld so betrachten. Ich glaube, ich habe eine große Freude dran,
mir so meinen Platz zu suchen. Also selbst in auch ganz schön eng Gebilden, also beim Huttler läuft ja zum Beispiel auch ein Playback mit, weil es einfach Teil der Ästhetik ist, diese Elektronik. Aber das ist kein modern mit Ableton bewegtes Playback, wo ich vielleicht Formteile verlängern könnte, sondern es ist wirklich eigentlich ein starres Raster. Ja. Immer, ja, jeden Abend eigentlich das gleiche Gebilde. Und ich habe über die mittlerweile 20 Jahre einfach wirklich schätzen gelernt, dass da ganz schön viel drin ist, auch wenn ich den einen Song, den wir wirklich schon 20 Jahre spielen, wahrscheinlich 1000 Mal gespielt habe, dass dadurch, dass ich mich entfalten kann und ausprobieren kann, immer wieder andere Sachen probiere und auch dann noch nach einem 500. Mal feststelle, hey, da ist noch ganz schön was drin. Und eigentlich ist das für mich eine tolle Aufgabe und wahrscheinlich so unterm Strich steht dann, mir geht es natürlich ums Ergebnis. Das heißt, wenn ich mit jemandem zusammenspiele, der wahnsinnig sich in den Vordergrund drin, dann nehme ich mich leidenschaftlich gern zurück, weil ich denke, das bringt es nicht. Und ich bin wirklich eher ein zweiter Reihe Mensch. Also ich sehe mich auch gar nicht exponiert und dass da jetzt irgendjemand drauf schielen und gucken würde. Und wenn es den Platz gibt, dann nehme ich mir auch gern mal den und fülle den. Oder ich push an der einen Stelle. Das sind dann aber eher so vielleicht so kleine Glanzlichter. Aber es ist auf gar keinen, im Dauerfokus würde ich auch überhaupt nicht stehen können und auch nicht wollen. Ja, das ist witzig. Das erinnert mich tatsächlich auch an das Erlebnis, das ich bei dem Huttler-Konzert hatte, weil ich dich vorher als Solo-Artist kennengelernt habe im Zuge von diesem Workshop, den wir da zusammen gemacht haben, wo sozusagen der ganz krass der Fokus auf dich war, wo man das Gefühl haben könnte, wow, der Olli ist ein Drummer, bei dem die ganze Zeit Sachen einfliegen und hier noch ein Delay und da noch und Nerd, weil du eben im Workshop und Nerd-Kontext ja auch alles ausprobierst und Risiken eingehst. Und dann kommt halt dieses Konzert um die Ecke und du suchst dir so gezielt diese einzelnen kleinen Bausteine aus, die du dann da musikalisch einsetzt. Und das fand ich so fantastisch. Deswegen ist das meine Erfahrung als Zuhörer beim Konzert, kann ich genau unterschreiben. Also du suchst dir die, so eigentlich wie ein geiler Produzent, du suchst dir die Ecken aus, wo du noch irgendwie was hinzufügen kannst und das Gesamtergebnis besser machen kannst. Also so schön, wie du es beschreibst, so habe ich es auch erlebt. Auf jeden Fall. Das freut mich. Das ist natürlich dann, oh ja, dann werde ich heute Abend auch sehr gut schlafen. Also auch auf diesen Wunderdown. Weil das weiß man ja oft gar nicht, ob das Konzept aufgeht. Also man versucht es und wir wissen das ja alle beim Spielen. Es gibt so diese persönliche Wahrnehmung im Moment und die ist oft so anders, als wie wenn ich mir jetzt den Auftritt 3 Tage später anhöre oder wie wenn ich vielleicht auch im Publikum stehen würde. Insofern freut es mich natürlich besonders, dass das natürlich dann auch zu funktionieren scheint. Ja. Das ist ein interessanter Vergleich, ne, mit Eigenwahrnehmung beim Konzert und wenn man sich das Sachen später anhört. Habt ihr beiden euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was wichtiger ist? Also ist das Erlebnis der Menschen im Moment wichtiger oder dass es 3 Tage später immer noch geil ist? Eine super Frage. Hey Frank. Hey, hallo Frank, hey. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. Hey, ich muss kurz, ich dürfen die Frage nicht verlieren. Das hat so einen schönen Spannungsbogen jetzt gerade gehabt. Das dürfen wir echt nicht verlieren, aber ich muss es jetzt kurz unterbrechen. Meine Frau hat mir gerade ein Glas Sekt reingebracht, ziemlich gefüllt, weil vorher habe ich es gesagt, bevor wir hier auf Record gedrückt haben, es gibt einen Grund zu feiern, weil Olli Rubo zu Gast ist. Das muss ich kurz einwerfen. Super, hey, ich stoße an. Das ist so geil, ich möchte alleine, nur ein Schwein trinkt allein, aber ja gut, dann okay. Wir sind dabei. Olli, hey. Willkommen. Total gern. Voll geil, echt nicht. Ich könnte mich, wie vorher schon kurz erwähnt, ich könnte mich nur zurücklegen irgendwie und zuhören. Nochmal deine Frage aufzugreifen, ich finde es echt wahnsinnig schwer irgendwie, weil die Wahrnehmung auch so viel ausmacht, die unterschiedliche Wahrnehmung, weil was dich an dem Tag inspiriert und berührt und wohin bringt, wo du das wahrnimmst an dem Abend oder in dem Moment,
das kann in dem nächsten, am nächsten Tag, das wird so nie wieder stattfinden. Das ist wieder wie, wie das ist einfach ein anderer, eine andere Wahrnehmung. Die wird es nie ein zweites Mal geben, vielleicht. Auch wenn man das gleiche Set mit gleichen Leuten vielleicht sogar am gleichen, an der gleichen Location nochmal spielt und so. Aber die Wahrnehmung ist, mein Empfinden, wird immer eine andere sein. Tagesform dann, so auf gut Deutsch irgendwie, ist es dann einfach eine andere Wahrnehmung, die man da zu sich selber, zu der ganzen Sache hat vielleicht. Da denkt man und fühlt man vielleicht anders. Das ist ja meine Dings. Und deshalb komme ich dann immer zurück und denke so, irgendwie genieße es, was im Moment passiert. Du kannst eh nicht steuern, was morgen und gestern passiert ist. So irgendwie, das ist, ich finde den Moment, so blöd es klingt irgendwie, das ist, klingt jetzt immer wie so ein Facebook-Spruch, irgendwie genieße den Moment. So, ich finde schon das, was es dann ausmacht, irgendwie da deine Intensität rein zu, oder das intensiv zu empfinden, finde ich schon eine wichtigere Geschichte, den Moment. Absolut. Genießen. Also würde ich auch genauso sehen. Also letztlich bei allen anderen Sachen im Nachhinein, ja, es ist auch immer sehr viel konstruiert und es wird auch einfach noch gefärbt. Aber ich glaube auch, dass es darum gar nicht geht, weil dann können ja schon wieder neue Momente eintreten. Für mich ist tatsächlich dieses Musikmachen und gerade auf der Bühne, da gibt es diese besondere Chance, dass tolle Momente passieren. Und genau auf die habe ich es eigentlich angelegt. Ja. Insofern, hey, die Facebook-Typen, die haben da schon ganz genau und gut geklaut. Das sind ja wirklich, finde ich, schon so simple Wahrheiten, die dann schon oft zu so Poesiealbumsprüchen verkommen, ja, genau. Aber dabei sind sie so stark und ich finde, dass man die genau eigentlich fast auch noch höher halten muss, dass es genau das bringt. Und das ist dann nämlich auch wieder die große Chance. Es kann ja nicht immer nur die tollen Momente geben. Wir wissen das ja auch. Es gibt bei dem Gig auch den Moment, wo man echt sich in Grund und Boden schämt, weil man das Gefühl hat, man hat jetzt einen totalen Mist gespielt. Da hilft vielleicht dann wieder das Nachhören ab 3 Tage später, weil man feststellt, hey, man hat es eigentlich gar nicht gemerkt oder es ging völlig unter. Oder vielleicht selbst war es auch echt schlimm. Aber um auf den tollen Moment zu kommen, auf den ich mich dann freue, dann ist es natürlich auch wichtig, dass ich so diese negativen Erfahrungen irgendwie auch schaffe, zu verarbeiten oder wegstecken zu können, dass mich das nicht allzu sehr belastet, sodass ich auch wirklich aufnahmebereit bin dann für das Tolle. Mhm. Und das fiel mir nicht immer leicht. Also ganz oft habe ich gedacht, oh, ich habe den eigenen Anspruch und der wurde jetzt nicht erfüllt und dann ist man danach ein bisschen genervt und ist eigentlich ein völliger Quatsch. Und dann aber irgendwie hinzukriegen, so kleine Fehler einfach beiseite zu lassen und sagen, hey, da kümmere ich mich später drum, jetzt aber nicht. Weil ich ja gern einfach dann im Moment auch bleiben würde oder sonst passiert vielleicht gleich vielleicht auch der nächste Fehler, wenn ich über den was Zurückliegendes nachdenke. Und ich glaube, allein dieses Nachdenken zeigt auch schon, wahrscheinlich ist es dann oft gut, den Kopf einfach auch dann mal abzuschalten. Das heißt, ich versuche dann beim Konzert gar nicht zu analysieren und drüber nachzudenken, sondern ich versuche mich eigentlich so im positiven Sinn treiben zu lassen und ja, wenn diese Momente passieren, ist es toll und aber auch das Treiben lassen und sich dabei aber auch getragen fühlen, ist schon wirklich eine Qualität, die überdurchschnittlich gut ist. Mhm. Und ich hab lustigerweise gestern drüber nachgedacht, weil mein Freund Markus, über den wir es vorhin hatten, der Markus Birkle, der hat auch eine Professur in Offenburg und der hat mit seinen Studenten über Euphorie gesprochen. Und hatte mir gestern, das war am Sonntag, eine E-Mail geschrieben. Sag mal, Olli, welcher Song ist denn für dich, drückt Euphorie aus? Und dann war erstmal bei mir gar nichts und ich war auch draußen im Schnee und habe dann aber über diese Euphorie nachgedacht und habe gemerkt, ich benutze das Wort eigentlich ganz selten. Dabei ist es ja sowas Tolles. Und habe dann aber auch überlegt, wieso eigentlich? Und habe dann so mal in diese Wortgeschichte Euphorie geguckt und schon festgestellt, dass ich vielleicht auch andere Platzhalter benutze. Und habe dann aber wirklich lange drüber nachgedacht. Das hat mich dann irgendwie nicht losgelassen, weil mir überhaupt nichts konkret eingefallen ist. Und mich dann das Phänomen Euphorie natürlich auch dann irgendwie schnell zu so einem Live-Setting und zu Gig-Spielen gebracht hat, wo ich das oft empfinde. Also meinetwegen, wenn der Nightliner auf Festivalgelände rollt, dann spüre ich Euphorie oder wenn ich im Prinzip
die Bassdrum in dem fetten Subwoofer hinter mir spüre, das ist für mich, ja, da kommt so ein Gefühl auf. Und dann aber beim Gig selber, hey, wenn ich dann spiele und ich merke, boah, es haben zwei Leute den gleichen Gedanken und da gibt es so eine Synchronizität oder beim Improvisieren irgendwie was auf einer ähnlichen Wellenlänge, dann ist es ja echt, als ob man abheben würde. Und ich glaube, das passiert immer dann, wenn ich überhaupt nicht wirklich groß mit meinem Kopf bei der Sache bin, am Analysieren, am Prüfen, am Nachdenken und am schon den nächsten Schritt vorbereiten, sondern wenn ich mich so wirklich auf eine ganz entspannte Weise fallen lassen kann. Das heißt, ich bin dann da und ich mache das, was ich gerne mache, Schlagzeug spielen mit Menschen, Musik machen für andere und dann ist es toll. Und dann ist es, so kam ich dann irgendwie gestern nach 3 Tagen des Rumdenkens drauf, dass das für mich wahrscheinlich dieses Gefühl ganz gut beschreiben würde. Aber Euphorie ist ein Wort, das benutze ich eigentlich auch nie. Ja. Euphorisch. Das ist so, das ist ein bisschen negativ belegt. Das kann es auch sein, tatsächlich habe ich das dann auch gelernt, genau. Also so, eigentlich im Positiven ist es so ein Glücksgefühl, Freudentaumel. Mhm. Hey, ich verwende, glaube ich, so in meinem Sprachgebrauch, wenn ich sage, ich bin hochmotiviert, meine ich, glaube ich, bin voller Vorfreude und Tatendrang und Energie. Mhm. Mhm. Aber genau, im Duden stand dann auch, dass es sowas auf eine eher nicht so positive Weise, so eine Art Heiterkeit, vielleicht auch was Oberflächliches. Ja, genau. Mhm. Was Verdrängendes auch. Ne? Genau, nicht selten ist es natürlich auch mit Drogenkonsum stimmt. konnotiert. Dass ja, man stimmt, ja. Wirkt euphorisch. Genau. Ja. Ja. Aber beschäftigst du dich dann auch viel? Also, oder ich fange mal anders an. Ich finde, mir geht es wie Frank, ich höre dir unglaublich gerne zu, weil ich auch finde, dass du eine sehr tolle Wortwahl hast, mhm. um Dinge zu beschreiben. Mhm. Ist das was, womit du dich beschäftigst? Also sowas wie Philosophie, liest du Bücher oder irgendwie? Ist das was, oder ist das was schon immer in dir war? Warst du schon immer sozusagen so eloquent? Nee, überhaupt nicht. Also tatsächlich lese ich unglaublich gerne und das ist für mich der Punkt zum Runterkommen. Also wir haben hier schon ewig keinen Fernseher mehr und ich hänge eh viel zu viel vor dem Rechner, deswegen habe ich mir irgendwann das Lesen wieder aktiv angewöhnt und das ist für mich ein ganz toller Ausgleich. Also nicht nur um abzuschalten, sondern auch um wirklich in so andere Welten einzudringen und mal andere Leben mitzukriegen und ja, sich einfach so bei der Hand nehmen lassen und entführen zu lassen. Also das finde ich ganz toll. Und da kommen mir gute Ideen. Aber das war natürlich gar nicht so. Eher das Gegenteil. Also ich habe überhaupt als Kind kaum gelesen. Mickey-Maus-Bücher ewig lang. Und irgendwann mal natürlich dann das Buch Lesen entdeckt. Und das ging dann aber auch wieder weg. Ich war ein miserabler Deutschschüler. Aufsätze waren mir ein Gräuel. Ich habe es gehasst. Hey, Diktat, erst recht. Rechtschreibung, keinen Spaß gemacht. Aufsätze, auch keinen Spaß gemacht. Aber tatsächlich liebe ich natürlich Wörter und ich liebe schöne Sätze. Es ist ähnlich wie Musik. Also eigentlich alles, was mit kunstvoller Formbarkeit zu tun hat, finde ich irgendwie toll. Und das finde ich inspirierend und das. Ja, ich schreibe mir tatsächlich gute Sätze auf, um die irgendwie, nicht um sie selber zu verwerten, das würde sich komisch anhören, wahrscheinlich wie wenn ich jetzt hochgestochen Hochdeutsch sprechen würde. Das bin ich natürlich nicht. Aber ich habe natürlich irgendwann mal gecheckt, das habe ich ja natürlich auch schon oft gesagt und auch für dein Buch, Stefan, dass ich natürlich im musikalischen Sinne auch versuche, einfach mir ein großes Vokabular aufzubauen, dass ich einfach damit interessante Sätze bilden kann, tolle Geschichten erzählen und auch überraschen kann. Und eins zu eins mache ich das natürlich auch, finde ich das mit echten Wörtern auch toll. Und wenn mir dann in einem Buch ein schöner Satz begegnet, dann fotografiere ich den tatsächlich ab und sammle den. Okay. Und tatsächlich sind wir gerade auch an so einem Album dran, hatte ich schon lange so die Idee, eigentlich Musik und Sprache auf eine andere Art zusammenzubringen, sodass ein Song nicht immer nur im Prinzip eine musikalische Grundlage ist und dann gibt es eine Melodie, die einen Text singt, sondern dann versuche ich dann halt eher in so einem elektronisch jammenden Kontext
im Prinzip mit vielleicht einer Live-Lesung, die ich dann sample und verarbeite oder indem ich irgendwelche Wortfetzen elektronisch verarbeite. Versuche ich da so mit Worten und Sprache und Text umzugehen. Und tatsächlich ist das jetzt gerade auch so meine Corona-Aufgabe. Also ich habe hier in Frankfurt, gibt es so ein Gebilde, das nennt sich der temporäre elektronische Salon. Wir sind eigentlich 5 Leute, die immer improvisierte Konzerte gemacht haben. Und jetzt im Lockdown waren wir nur noch zu zweit. Das ist der Olli Leicht von der HR Big Band. Und wir können glücklicherweise in einen Club, in dem wir sonst spielen, während Corona sind wir die ganze Zeit schon da und haben unsere Sachen aufgebaut und verkabelt und nehmen einfach eine Platte auf. Cool. Und da kommen jetzt diese ganzen, und da ist der Bogen geschlossen, diese ganzen irgendwo abfotografierten Textzeilen und mal wieder was Abgeschriebenes, die kommen da jetzt echt zum Tragen, weil die habe ich jetzt wieder zusammengesucht und versuche quasi von diesen verschiedensten Schnipseln unterschiedlichster Autoren und Autoren irgendwie auch so eine Art Hypertext zu formen, der dann auch im Gesamten irgendwie einen Sinn ergibt. Und ja, da sind wir gerade am Rumprobieren. Das ist also total spannend. Wahnsinn. Sag mal, Olli, bist du kreativ? Also ich kenne dich, oder jeder kennt dich ja so, als wenn jemand in Deutschland jetzt einen kreativen Schlagzeuger nennen wollen würde, ich glaube, dein Name steht da echt, also ganz, ganz, ganz oben. Und kreativ ist jetzt mal so ein weiter Begriff. Das kann ja viel bedeuten. Das wird auch, glaube ich, unterschiedlich definiert. Aber im Schlagzeugbereich würde ich dem natürlich voll zustimmen. Aber bist du auf andere Weise noch kreativ in Sachen von, weil ich will darauf hinaus, ich würde gerne mal ein Bild von dir sehen, wenn du ein Bild malen würdest. Auf welchem Untergrund, mit welchen Farben auch immer. Oder mit welcher grafischen Technik oder wie auch immer. Ganz egal, ob das in die Lindenberg-Richtung gehen würde dann oder so. Oder ob es wirklich so Bleistift gezeichnet oder mit Öl oder keine Ahnung. Wo würdest du dich da einordnen? Oder malst du vielleicht tatsächlich Bilder? Weil ich kenne jemand auf Instagram, eine Sängerin, mit der ich ab und zu früher öfters gespielt habe. Ganz tolle Sängerin aus der Aschaffenburger Ecke, die Miki. Und die malt jetzt mittlerweile. Oder hat ihre Kunst jetzt irgendwie so ein bisschen auf die, ja, die sichtbare Kunst irgendwie verlagert. Mhm. Und mich würde total interessieren, wie A, malst du, und B, wenn, was würdest du nutzen, um deine Kreativität auf malerische Weise zu äußern? Ey, gute Frage. Ich male natürlich, aber ich würde es nicht als Mal bezeichnen. Okay. Bei mir ist es eher noch ein Kritzeln. Ähnlich wie mit diesem Deutsch auch in der Schule. Ich war jetzt nicht so der gute Maler. Also gerne nehme ich einen Stift in die Hand. Bei mir werden es dann oft fast eher so Sketcher. Ja, so irgendwie fast so, oder? Kinderzeichnungen. Also es ist sehr einfach und klar. Mhm. Und das mache ich dann auch oft, um Sachen zu erklären. Mhm. Also ich habe quasi ein so ein Buch geschrieben, das moderne Kartenspiel, also Schlagzeugquartett, das sind auch so, hey, das sind einfach so wirklich sehr kindliche Zeichnungen. Mhm. Das bin ich. Mhm. Oder, ich weiß nicht, ob man das Bild im Hintergrund sieht, das bin ich natürlich nicht. Aber das könnte eins meiner Vorbilder sein. Das ist so ein französischer Maler hier, der kauft immer so alte Ölschinken. Und dann malt er aber, ich weiß nicht, ob man das erkennt, mit weißer Farbe immer irgendwelche komischen Gestalten rein. Also das wäre so eine Art, die ich mir auch gut vorstellen könnte. Cool. Ich bin, glaube jemand, der gern Vorhandenes benutzt. Also so eine Art Collagist. Eine Collage, das liegt mir auch sehr. Dieses komplett alles neu erfinden, vielleicht, das geht manchmal schon, aber ich liebe auch gern natürlich schon das Vorhandene. Und deswegen wäre ich auch jemand, der in so ein Bild was dazu kritzelt oder in einem super Aufsatz von jemand einfach mit dem Edding dann einfach Wörter durchstreicht, dass ein anderer Text stehen bleibt. Ja, ergänzend auch vielleicht irgendwie einfach. Ja, ich bin ein Remixer. Ich bin auch jemand, ich liebe leidenschaftlich Samples von anderen und dann muss ich mich immer zurückhalten, dass ich nicht schon wieder irgendwie so ein Steve Lukather Gitarrensample bei irgendeiner Aretha Franklin Aufnahme, die wahrscheinlich keiner jetzt erkennt, aber ich würde es unglaublich gerne in die Produktion reinmogeln. Und dabei, klar, das könnte jeder auch spielen, aber ich finde gerade tatsächlich auch diesen Touch des schon vorhandenen und dagewesenen, und vielleicht in dem Fall finde ich es auch richtig gut, da nehme ich gern einfach so meine Kuscheltiere mit ans Board, mit an Bord und will die einfach auch dabei haben.
Und deswegen bin ich jemand, der gern auf vorhandene Sachen zurückgreift. Okay. Und springt dich diese Kreativität an, weil du, ne, also so wie du das beschreibst, ist das was, was dir den ganzen Tag passiert? Also du gehst durch dein Leben und es kommen viele Dinge auf dich ein und wollen von dir geremixed werden. Weißt du, was ich meine? Also so eine, ich kenne das jetzt eher so aus trommlerischer Sicht, so das Gefühl, dass man nicht in Ruhe im Restaurant sitzen kann, ohne auf den Song zu hören, der da ganz leise im Hintergrund läuft. Also ne, ist das bei dir auch so, dass quasi diese kreativen Ideen auf dich einstürzen und du sie verarbeiten willst oder dich anstrengen musst, zum Beispiel dem zu widerstehen? Das ist, ich glaube, das ist so, ja. Also ich glaube, was vielleicht eine meiner Stärken ist, ich kann relativ gut, glaube ich, Zusammenhänge erstellen zwischen Dingen, die vielleicht jetzt nicht mal unbedingt einen direkten Zusammenhang haben. Also ich kann relativ schnell da Brücken bilden und das mache ich auch gern. Das ist fast wie so eine Aufgabe. Also und tatsächlich passiert es mir im Alltag auch. Und dann finde ich es toll, und das muss dann gar nicht unbedingt in Bezug auf Musik oder jetzt immer Kunst sein, aber keine Ahnung, wenn ich irgendwas Lustiges sehe und ich bringe jemand anders damit zum Lachen, das finde ich toll. Also das ist dann, das ist vielleicht so eine Art Antrieb, ja, so eine Art Aufheller, das finde ich einfach gut. Und wenn ich das Gefühl habe, das erzielt so seinen Effekt, dann ja, geht es auch mir dabei gut. Und ich glaube, oft ist es halt tatsächlich so, dass ich irgendwelche Bezüge herstelle zwischen Sachen und ja, das kann dann einfach manchmal auch ganz irgendwie komisch sein oder schräg und dann verlaute ich es auch und sag, was ich da halt sehe oder mache ein Foto und zeige es in meiner Familie oder mache einen Post raus oder aber tatsächlich dieses Verbindende ist mir dann so im Nachhinein aufgefallen oder dieses Bezüge schaffen und ja, das scheint mir irgendwie zu liegen und das mache ich auch gerne musikalisch und gern. Also bin da auch eher gerne so ein Bindeglied und habe tatsächlich mit dem Olli Leich, mit dem wir gerade im Aufnehmen waren, hatten wir erst neulich so eine Stelle, wo wir festgestellt haben, hey, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein Duo das immer nur improvisiert, dass es so gut klappt und wie das denn funktioniert. Irgendwie, klar, scheinen wir auf einer selben oder ähnlichen Wellenlänge zu sein, obwohl wir unterschiedliche Kontexte haben. Der Olli ist viel mehr natürlich in diesem Jazz- und Big-Band-Kontext. Big-Band ist für mich ganz schwierig. Und wir improvisieren beide aber auch elektronisch und manchmal gibt es so krasse Bögen, wo man denkt, wow, warum klappt es jetzt so gut, obwohl man sich so weit davon entfernt und trotzdem kommt der Bogen so gut zurück. Und dann hat er das eigentlich ganz toll erklärt und hat gesagt, ja, ohne sich jetzt selber loben zu wollen, er weiß da, glaube ich, schon, was seine Stärke ist. Und ich glaube, die sieht er auch bei mir. Und er hat es toll umschrieben mit dem Wort Blending. Also, dass er, was natürlich im Big Band-Satz-Sound von Saxophonisten wichtig ist, wie kriegt man vier Stimmen dazu, dass sie wie aus einem Guss klingen? Man muss anscheinend ja auch da irgendwie gut hören können und dann die so spielen, dass es tatsächlich einfach miteinander verschmilzt. Und dieses Blending, also dieses Zusammenkommen von Sound und dieses Zusammenmischen auf ja, einen guten Wert, das ist, glaube ich, tatsächlich auch was, was mir irgendwie liegt. Und ich habe schon auch gemerkt, so trommel ich oft auch und so agiere ich auch im Bandkontext, wenn es jetzt nicht ums Musikmachen geht, also keine Ahnung, wenn es um die Gestaltung von Setlisten oder was auch immer geht, dann ist da auch immer dieser Kontext schaffen und Bezüge suchen und Bezüge irgendwie herstellen durch Bindeglieder. Das macht mir irgendwie Spaß und das liegt mir. Glaubst du, dass das eine Eigenschaft ist, für die du auch gebucht wirst, außerhalb von deinem spielerischen Können, von deinem handwerklichen Können, dass du ein verbindender Typ bist? Dass man einfach, um zu sagen, den Olli Robo, den haben wir einfach gern dabei. dass man dich als Typ einfach auch für deine Verbindlichkeit und für deine Verbundenheit vielleicht gern im Boot hat. Du, das glaube ich
Auf jeden Fall. Also, dass Menschen und mitreisende Musiker, ich glaube, da geht es wirklich fast halbe halbe Ja, um oft. Fachliches, wie auch um sozial Ja. Kompatibles. Und das weiß jeder von uns, dass man sich natürlich viel lieber mit netten Leuten in den Bandbus setzt. Und weil man weiß, man verbringt so viel Zeit miteinander und da ist die Bühnenzeit die wenigste. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Aber wie dann die Attribute heißen, warum man dann jemand nett findet, ist vielleicht auch dann zweitrangig. Also da gibt es bestimmt auch ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Aber dass das Zwischenmenschliche eine Rolle spielt, das ist unbestritten, würde ich sagen, oder? Ja, Ja, definitiv finde ich finde ich auch. auch. Was es auch immer heißt, dann Ja. stimmt auch, ja. Ja, das stimmt. Das ist manchmal auch nicht so rausnehmbar und zu sagen, das und das muss so sein. Und dann klappt es schon. Also so Pauschallösungen gibt es da auch nicht natürlich. Aber Nee. ja, Das also man Ding. merkt, finde ich schon auch in deinem Spiel, dass du jemand bist, der gern Dinge miteinander verbindet, wie du selber sagst. Ich finde, das merkt man. Und ich glaube, ich bin ja immer so, hatte da auch schon lange Diskussionen und intensive Diskussionen mit Menschen aus anderen beruflichen Sparten, die gesagt haben, nee, das kann man so nicht sagen. Ich würde ja behaupten, dass man dass man merkt, wie jemand sein Instrument spielt, auf bestimmte Charakterzüge zurückschließen kann. Tja, tatsächlich. Also ich habe, in dem Fall würde ich das voll unterschreiben. Also auch wenn ich das auch erst seit kurzem so überblicke, habe ich schon das Gefühl, ich stehe beim Schlagzeugspielen tatsächlich auf so Elemente wie den Shaker, den ich mit zum Stock in die Hand nehme, oder den Schellenstab. Ich benenne die selber ja auch diese Instrumente als Groovekleber, weil ich das Gefühl habe, die verbinden so zwei Ebenen miteinander, das Perkussive und das Schlagzeugspielerische. Und durch dieses Geschüttelte, diesen Grit, ja, der bringt einfach die Sachen so klar zusammen. Mit den Echos ist es genau das Gleiche. Als ich angefangen habe, die Vorzüge zu loben und das Ding zu beschreiben, warum ich so gern ein Echo mitnehme und das so toll finde, dann ist immer eins meiner ersten Sätze, ja, hey, dieser Beat zwischen den von dir gespielten, der verbindet, und der bringt die Sachen zusammen, und dadurch, dass dieses Mikro den Beat einfängt, es kommt aus der Box raus und kommt natürlich aus der Box wieder zurück ins Mikro, das schließt den Kreis, und auch da ist so eine Art Glue und Geil. Kleber. Super. Und ja, deswegen spiele ich auch gern mit einem echten Perkussionisten, der natürlich auch Sachen zu verkleben weiß. Ich spiele auch gern mit laufender Elektronik. Es ist immer dasselbe Ding. Ich habe dann vielleicht eine Orientierungsspur, sozusagen der Klick, ich spiele was und dann kommt da was und ich schaffe die Verbindung und das Ding steht dann einfach da wie ja, ein ganz schön stabiles Haus und das finde ich toll. Geil. Und ich musste da eben schon dran denken, als es darum ging, ne, dass du so ein verbindender Typ bist und gerne Sachen verbindest. Ich weiß ja, dass du jetzt auch seit einer Weile unterrichtest, mehr als früher. Im Hochschulkontext, ne? Wo bist du, in Stuttgart oder in Nee, in Frankfurt an der Frankfurt. Hochschule? In Frankfurt, genau. Macht dich das vielleicht auch zu einem guten Lehrer? Weil du in der Lage bist, out of the box Vorschläge zu bringen, die vielleicht abseits von der üblichen Schlagzeugpädagogik sind? Ich würde es mir wünschen. Ganz oft stehe ich auch dann, denk, muss mir echt Sachen überlegen und habe so das Gefühl, oh, eigentlich die Zeit vor der Hochschule, da hatte ich eigentlich mehr so Workshops gegeben und das lag mir doch noch besser, weil da kann ich tatsächlich nur über die Sachen sprechen, für die ich auch total einstehen kann, für die ich brenne. Und da kann ich mich wirklich in so ein Ja, so einen positiven Feuerball reinreden, weil dann kommt mir noch das und das und das kann unglaublich ansteckend wirken. Klar, wenn jemand von was überzeugt ist, dann, ja, da gibt es nichts Gefärbtes oder Kalkuliertes, sondern und der Funke, und das entfacht oft bei anderen auch ein Interesse. Und beim Unterrichten an der Hochschule habe ich gemerkt, da ist jetzt nicht jedes Thema genauso intensiv besetzt. Da muss ich mich manchmal auch ganz schön überwinden.
Und manchmal habe ich so das Gefühl, dass ich dann, und weiß nicht, ob das so gut ist, dann gern auch den Out-of-the-Box-Umweg wähle, weil er mir selber einfach dann irgendwie näher liegt und ich mich so ein bisschen ums eigentliche Thema drücke. Also bei manchen Themen sage ich ganz klar, hey, die Rudiments, bei uns an der Hochschule ist auch der Klaus Hessler, das musst du mit dem machen, das macht es überhaupt keinen Sinn, ich kann den Überblick verschaffen, ich mache es aber nicht gern, ich kann es vor allem auch nicht gut, deswegen würde ich das gern einfach abgeben. Aber es gibt natürlich auch andere Themen, in denen ich auch lange nicht so zu Hause bin und auch da komme ich so an die, ja, die Basics kann ich vermitteln und dann bin ich ganz schnell aber auch bei gefärbten Einflüssen und Gedanken, wie ich damit umgehen würde. Ich schiebe das natürlich vor und sage, hey, ich würde es jetzt so und so machen, aber da merke ich schon auch, dass ich natürlich nicht der Vollbediener bin. Aber das ist doch gerade gut, ehrlich gesagt. Also ich war letzten Januar, als man noch reisen durfte, in L.A. und war in meiner alten Schule. Und der Ralph Humphrey hat da unterrichtet, den Lehrer, den ich auch hatte und den ich wirklich nahezu vergöttere, weil ich das ganz toll finde, wie er spielt und wie er unterrichtet. Und habe festgestellt, dass die Schüler gar nicht so richtig gecheckt haben, wer sie da unterrichtet. Also, dass die auch eher auf so ein, glaube ich, sowas erwartet haben, jemanden, der so einen Unterrichtsinhalt bedient, anstatt davon zu profitieren, dass dieser einzigartige Schlagzeuger vor denen sitzt. Und jetzt, um die Brücke zu dir zu finden, und das schaffen vielleicht manche Studenten auch noch nicht, weil sie auch vielleicht noch so jung sind, sich ganz gezielt auch deine Out-of-the-Box-Lösungen zu wünschen, um eben nicht eine Bedienerantwort zu bekommen, sondern wenn ich in Frankfurt studieren würde, ich hätte auch ein Sätzebuch mit Olli Robo-Sätzen und Out-of-the-Box-Gedanken, auch zu Themen wie Rudiments, Spieltechnik, Heavy Metal, Double Bass, keine Ahnung, Big Band, was auch immer, wo du jetzt sagst, ach, ist nicht so mein Thema. Aber also gerade das finde ich ja gut. Ja, also im Prinzip haben sie natürlich auch keine Wahl. Ich schiebe es manchmal jetzt schon erklärend vorab und muss auch wirklich, ja, da lasse ich die Hosen runter, wenn die Klassikstudenten mit so neuer Musikpartitur kommen, die kann ich nicht mal lesen. Hey, das ist so kompliziert. Und dann wollen die Gestaltungsmittel wissen, dann kann ich nur sagen, hey, du musst mir es vorspielen und ich kann jetzt nicht kontrollieren, ob es richtig ist oder nicht. Das muss ein anderer Lehrer machen oder das musst du selber wissen. Ich kann aber gern hinhören und gucken, was wir machen können. Und das kann ich dir anbieten und mehr geht halt nicht. Natürlich, das ist wahrscheinlich auch sehr menschlich, man kann nicht alles können. Genau, klar. Würde ich gerade sagen. Das Phänomen hast du ja an anderen Hochschulen auch oder an anderen Schulen. Wen gibt es denn, der wirklich alles so richtig kann? Denn eigentlich wünsche ich, also wenn ich selber nachdenke, ich wünsche mir so jemand gar nicht, der so alles abdecken kann. Und das ist ja wirklich die, wie sagt man da, die eierlegende Wollmilchsau oder was wäre es dann irgendwie? Ja, aber ja, genau. Ich finde so starke Einzeltypen, die wirklich ein Standing haben. Und wenn jetzt der Olli mein Lehrer wäre und ich wäre jetzt vielleicht frisch an der Hochschule in Frankfurt und der würde jetzt nicht oder würde verdeutlichen, dass Paradiddles jetzt nicht sein allerliebstes Tool ist oder sind, dann sage ich, okay, dann gucke ich mal auf YouTube, was ich daraus machen kann. Und schon bin ich wieder bei mir selber, um an mir selber was zu finden, wie ich mit mir arbeiten kann und wie ich mir selber was erarbeiten kann. Dabei hat der Olli andere Vorzüge, wo vielleicht Jürgen Müller-Meyer-Schmidt vielleicht voll auf Paradiddle abfahren würde und halt nicht out of the box denken oder spielen oder fühlen und empfinden kann irgendwie. Also ich finde es toll, wenn dann wirklich so eine Marke, Olli, überhaupt nicht abwerten, ganz im Gegenteil, was jemand eigenständig ist, der wirklich ein Typ ist, einfach irgendwie. Und dem seine Vorzüge, die kann man dann mitnehmen. Und für alles andere, ich meine, YouTube, sucht Bücher, Online-Stunden irgendwie beim Dirk Erchinger oder buch dich irgendwo ein. Es gibt so viele Möglichkeiten, dir Material zu ziehen. Das stimmt, absolut. Und mach was draus. Also das finde ich
kein Nachteil, im Gegenteil. Da würde ich sagen, irgendwie, hey, Olli Robo ist an meiner Schule. Wird ein bisschen stolz bedacht. Ja, voll. Okay, ja, hey, das genau, das wäre ich auch mal so. Ah ja, ich meine, voll. Diese Breite, die du bietest, ich habe dich das letzte Mal live gesehen. Ich habe dich noch nicht so oft live gesehen, also direkt 1:1. Schon auf Videos und bei Festivals und so, Drum-Festivals dann, aber halt meistens auf im Netz irgendwie oder auf DVD noch damals, als es noch ein gängiges Mittel war. Und das letzte Mal war, glaube ich, im Jahr 2019 bei Marcel Vogelmann hier im Trommelladen. Genau. Mit dem DJ Friction zusammen. Ihr habt eine Stunde oder eineinhalb, also eigentlich eine Konzertlänge gespielt, Schlagzeug und DJ. Und der Olli hat keine Pause gemacht, also wirklich keine Pause, nicht mal einen Takt Pause. Und es hatte eine Beständigkeit, eine Ausdauer, wie so ein Marathonläufer, der auf seinem Pegel läuft, vielleicht mal irgendwie schneller anzieht oder irgendwie, klar, so interne Geschichten, die er dann mit sich selber ausmacht, aber eine dauerhafte Energie und Präsenz, die ich, glaube ich, davor, ich habe auch selten Drummer erlebt, die eine Stunde am Stück durchspielen. Also Songpause, dann irgendwie ein Drummer in einem Konzert, ja, oder sowas, logisch. Aber Olli und Friction haben sich irgendwie dann wirklich es war einfach ein Flow, nur noch, der einfach von Beginn bis Stopp ging, von A bis Z. Und das war's. Das habe ich selten erlebt. So eine durchgehende Energie. Ja, das macht mir aber auch total Spaß. Und im Prinzip, also ich bin überhaupt ja nicht der Solo-Trommler und auch gar nicht der Klinik-Trommler, der auf Drum-Festivals da sich jetzt so wahnsinnig wohlfühlt. Und immer wenn dann so ein Anruf kommt, dann bin ich so auch im latenten Stress. Was mache ich? Weil ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin nicht derjenige, der was übt und das dann vorspielt. Also zu Playbacks dazu spielen, das ist nicht meins. Mhm. Also habe ich lange Zeit irgendwie für mich den Weg gefunden, dass ich dann mit meiner Elektronik zumindest in Echtzeit so eine Art Playback halt erzeugen kann, sodass ich dieses Frische habe und auch natürlich auch so ein gewisses Risiko mit Fallhöhe, das kickt mich. Aber vor allem liebe ich natürlich schon auch so ein Gegenüber, und gerne in diesem improvisatorischen Kontext, ja, dass man was hat, an dem man sich abarbeiten kann oder wo sich Bälle zugespielt werden, Sachen, auf die man reagieren kann. Und in dem Fall, ein DJ, habe ich gedacht, hey, den Fricko in Ludwigsburg, den rufe ich an, vielleicht hat er Lust. Und hatte er natürlich, das war toll. Das heißt, der spielt und ich spiele irgendwie dazu. Und auch da ist es ja wieder so, eigentlich ist der Song ja an sich voll und fertig. Und trotzdem gibt es natürlich den Platz. Und wenn man dann natürlich vor Leuten steht, gibt es natürlich auch noch diese Energiefrage. Das heißt, ich kann natürlich auch mit dem vollen Set spielen, auch wenn ein volles Set auf dem Track drauf ist, weil einfach die Energie rüberhüpft. Und das hat mir natürlich dann großen Spaß gemacht. Und ich habe mich natürlich total gefreut, dass wir uns gesehen haben. Ja. Das war super. Ja. Das ist dann, ey, dann normalerweise, es kann ja auch sein, hey, ist ein cooler Schlagzeug im Publikum und dann wird man, hätte ich den jetzt vielleicht besser nicht gesehen, wäre ich im Fluss geblieben, aber in dem Fall, das war großartig. Das war schön, ja. Und dann hat mir der Vogelmann noch so eine krasse Kick hingestellt, obwohl die Tama-Kick stand schon da. Ich habe gesagt, nee, hey, es muss die. Und es war keine North, sondern es war diese andere, ich weiß gerade gar nicht, wie sie heißen. Diese krassen Dinger halt. Ja. 3 Meter lang ungefähr und. Ja, Mann. Ja. Ich komme gerade auch nicht drauf, wie die andere Firma hieß. Tube oder so hießen die nicht, ne? Nee. Die North waren immer die Alphörner und die anderen waren. Die hatten dann vorne auch so eine geteilte Bassdrum. Das sah eigentlich mehr aus wie so ein krasser Auspuff von so einem. Ja. Was weiß ich für Gefährt. Hat Alex Van Halen nicht so ein Ding gespielt? Oder hat der Nord? Das war eine Sonderanfertigung von Ludwig wahrscheinlich noch bei ihm. So. Kann ich mir vorstellen. Ich will jetzt nicht gefährlich im Halbwissen glänzen. Das genau, ganz schlimm. Der hatte mit so Auspüffen und so, also so an Motorrad erinnernden Schläuchen noch, gab es doch dann auch noch so ein Set. Das habe ich jetzt noch nicht mal gesehen. Naja, ach, Staccato. So leicht verschwommen, fast wie deine Simpsons. Ja, schon, gell. Stefan. Ja, stimmt. Autozoom der Kamera konzentriert sich auf was anderes, glaube ich. Ja, genau, aber Staccato-Set war das, genau. Stimmt, ja, genau. Aber Frank, um vor allem auch nochmal darauf einzugehen, mit diesem
ja, dieser Energiefluss, tatsächlich ist es, glaube ich, so, in einem Moment, wenn es einem dann gut geht und man fühlt sich wohl, dann ist auch so viel Energie da und dann spielt man so ein Set. Und ich hatte das wirklich ganz oft, das war fast mehr so eine Art Hobby, dass ich DJs gefragt habe, gesagt, hey, habt ihr nicht Bock, mit einem Schlagzeuger zu spielen? Ihr legt einfach auf, wie immer, und ich trommel dazu. So habe ich einige angeschrieben und dann kam erstmal nichts. Da war irgendwie auch so ein bisschen eine Reserviertheit. Und dann hatten wir 2001 so eine Turntable-Rocker-Tour und die hatten das eigentlich super umschrieben, weil die haben zu uns als Band gesagt, ihr seid der dritte Plattenspieler. Wir beiden DJs, ja, wir haben die richtigen Plattenspieler, ihr seid aber der dritte Plattenspieler, sodass dann zum Beispiel die beiden Jungs einfach oftmals nur A Cappellas aufgelegt haben, wo wir die Musik eigentlich dazu generiert haben. Und dann dachte ich, weil das eh so eine tolle Tour war und mir das total auch musikalisch lag, habe ich bei meinem nächsten Anlauf DJs zu finden geschrieben und gesagt, hey, habt ihr nicht Bock mit mir als Schlagzeuger? Ich trommel zu euren Sets und ich bin einfach, denkt, ich wäre der dritte Plattenspieler. Dann bin ich tatsächlich auch elektronisch angereist und ich gehe einfach in euer Mischpult rein. Ihr könnt mich behandeln wie eine Platte. Ihr könnt bei mir die Bässe rausdrehen. Ihr könnt mich komplett wegdrehen. Geil. Ihr könnt mich mal featuren. Das heißt, es kann eigentlich gar nichts passieren. Wenn es euch überhaupt nicht gefällt, macht ihr mich die ganze Zeit aus. Aber natürlich war das für die dann auch reizvoll, wenn jemand zu den Standard-Hausplatten spielt, dann noch eine andere Farbe dazu zu mischen. Und natürlich haben die sich ins Zeugs gelegt und sind abgegangen, haben dann mal bei ihrer Platte den Bass raus, dann mal bei quasi mir als Platte, bei meinem Schlagzeugspiel den Bass raus. Ja. Und dann habe ich tatsächlich viel mit einem gespielt, der hat mich durch die ganzen Clubs in Deutschland, durch die Nächte lang einfach mitgeschleppt und zu krassen Uhrzeiten, mal hat man um 2 gespielt, mal um 4, manchmal morgens um 11 und dann gerne aber auch mehrere Stunden und zwar halt auch pausenlos. Und ja, irgendwie, wenn einem die Musik dann liegt, spürt man die Zeit auch gar nicht. Und dann wahrscheinlich kommt es daher, dass dann auch ganz selten eine Pause gemacht wird, weil man so drin ist. Und tatsächlich wurde ich auch einmal nach 3 Stunden zu mir DJ gesagt, hey, du darfst auch was trinken. Da habe ich gesagt, nee, ich will aber gerade eigentlich gar nicht. Und scheinbar war das Bedürfnis noch nicht da so, ja. Genau, oder das andere war einfach so viel stärker, das Gefühl war so gut, hey, jetzt passt genau so, habe mir das immer gewünscht. Wahnsinn, echt, Und es war nicht nur wirklich eine spannende Erfahrung und hat auch großen Spaß gemacht, sondern ich habe dann letztlich in der Zeit auch total viel gelernt. Einfach wie die Typen ihre Spannungsbögen formen. Wann sie im Prinzip den Beat rausnehmen, wann sie ihn wieder droppen, wie gehen sie in den nächsten Song über, wie reagieren sie aufs Publikum. Und letztlich war das dann auch mal wieder vielleicht im Nachhinein könnte man sagen, out of the box üben, weil es war einfach unglaubliches Lernen beim Live-Gig und zwar konstant über so ein Jahr lang und da habe ich wahnsinnig viel mitgekriegt. Und du hast nur zu den Tracks gespielt oder hattest du auch einen Klick bekommen von den DJs? Nee, die haben ja einfach nur ihre Platten aufgelegt, wie sie es als DJs immer gemacht hätten. Also, und da gab es unterschiedliche. Manche waren ganz analog mit Vinylplatten. Manche hatten dann schon irgendwie Serato und elektronische Tracks dabei. Es gab alles Mögliche. Und die Highlights waren tatsächlich dann immer die, was man vielleicht bei einem Einzel-DJ-Auftritt den Moment des Third Records nennt. Also wenn der 2 Platten übereinander legt und Übergänge, dann entsteht der so ein einzigartiger Übergang für eine kurze Zeit. Sind ja immer unterschiedliche Platten, wo dann so 2 verschiedene Welten übereinander liegen. Das kann ja manchmal ganz toll klingen. Und genauso gibt es diesen Moment auch beim Übergang von einem DJ zum nächsten. Der muss ja flüssig sein, damit die Crowd weiter tanzt. Und dann, da haben sich dann echt oft unglaubliche Jams ergeben mit den Leuten, von denen aus man übernommen hat oder die dann letztlich drauf eingestiegen sind, weil die dann auch irgendwie die Besonderheit des Moments gespürt haben und dann war diese kurze Übergabe des Staffelholzes hat sich manchmal richtig lang, also nochmal eine Stunde gezogen, weil es einfach allen Bock gemacht hat. Dann hat plötzlich einer
gerappt und der andere hat dann einfach nur noch A Cappellas aufgelegt. Einmal der Aerobic hat dann Keyboards gespielt und das war, also im Nachhinein, das waren für mich echt auch Schätze dann tatsächlich. Also auch so ungeplante Momente, die einen so überraschen. Klar. Und die einen natürlich kicken und sagen, hey, genau, da geht's weiter. Das ist ein guter Weg. Aber es sind nicht alle DJs so musikaffin, ne? Also die auch zulassen, dass die Energie entsteht und die quasi offen sind, ne? Dafür. Überhaupt nicht, ja. Das hatte ich ganz oft irgendwie das Gefühl, dass es da so eine Reserviertheit gibt und irgendwie sind es doch zwei Welten, auch im Vokabular, wie man drüber spricht. Das habe ich oft erlebt. Also es war auch selbst bei der Turntable Rocker Probe am Anfang. Man musste erstmal so einen Weg finden, wie man gut miteinander kommuniziert, dass der eine das ja, auch zulässt und ja, dass jeder auch so ein bisschen abrückt von der 100-Prozentigkeit seines Vorhabens, weil das geht dann nicht ganz, wenn alle vollmundige Beats spielen, das passt dann nicht. Ja. Und manchmal waren es, glaube ich, auch so wirklich klassische Berührungsängste. Man kennt sich in dem Gefilde des anderen überhaupt nicht so richtig aus und weiß nicht, wie man sich richtig verhalten soll. Also so habe ich mir das dann irgendwie erklärt, dass es dann einfach eine Zeit braucht und meistens war es so. Aber was tatsächlich oft der Fall war, dass so ein sofortiges, ja hallo, das, da mache ich sofort mit. Also das gab es nicht immer. Also das war... ja. Hast du selber mal aufgelegt? Ja, einmal in Hannover auf der Messe. Es war ein Desaster. Es war echt wirklich eine Katastrophe. Da wurden wir auch mit dem Hattler gebucht. Es war im Abschluss von irgendeiner Cebit oder so. Und der Veranstalter wollte, dass danach aufgelegt wird. Und der Helmut hat gesagt, ja, wir sind keine DJs. Und habe ich gesagt, ich mache es gerne. Und habe mir mächtig Mühe gegeben, Tracks zusammengesucht. Und unglaubliche Tracks aufgelegt. Und es ging gar nichts. Die Leute haben sich überhaupt nicht drauf eingelassen. Irgendwann kamen die ersten, ob sie mal ihr iPhone einstöpseln dürften. Und dann kamen ganz fröhliche Sachen. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, das geht nicht. Hey, da müsst ihr jetzt durch. Also ich bin jetzt halt hier der DJ. Und hey, lasst euch einfach drauf ein. Eigentlich ist es doch ziemlich geil. Oh, das war es überhaupt nicht. Und dann, ich war Gott froh. Dann hatte ich noch ein, zwei Songs, die da irgendwie funktioniert haben. Und dann habe ich so in bester, One-Hit-Wonder-Mentalität einfach den Song mächtig oft gespielt. Und dann bin ich gerade so mit einem blauen Auge, oh, jetzt müssen wir, glaube ich, aufhören. Es hat es nicht gebracht. Aber was ich natürlich gerne mache, ist so selber Mixe mir zusammenstellen, die ich dann halt toll finde, wo ich dann niemanden begeistern muss. Cool. Was läuft bei euch zu Hause für Musik? Was ist da die... Also so familienmäßig. Jetzt nicht, was du dir mal in der ruhigen Stunde irgendwie für dich zum Checken oder zum Eintauchen oder so reinziehst, sondern was läuft da so? Oft jetzt auch Familien. Dann mal gar nichts, weil die Musik, die ich auflege, die kommt bei anderen, also gerade auch beim Levi, der ist jetzt 13, nicht immer so super an. Mhm. Der hört natürlich und spielt mir auch vor, was er so gut findet, finde ich dann auch gut. Der hört natürlich übers Handy. Ja. Da lasse ich mich auch gern drauf ein und finde auch den Sound aus dem Handy manchmal dann ideal dafür. Ja, genau. Und ja, immer mal wieder gibt es so ein, ja, gibt es natürlich einen Nostalgierappel, dann lege ich oder die Andrea irgendwas auf und dann müssen alle durch und finden es dann. Cool. Aber tatsächlich habe ich früher viel mehr, also laut so hier in der Wohnung gehört und jetzt höre ich oft auch unterm Kopfhörer, weil einfach. Ja. 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 Und dann, klar, wenn ich koche in der Küche, da läuft oft Reggae. Da müssen sie auch durch. Aber es ist auch gut. Okay. Okay. Also wirklich die Oldschool-Reggae-Sachen irgendwie, oder? In jeglicher Hinsicht. Okay. Wenn es geht, nicht homophob, das ist ein bisschen gar nicht gut. Aber ich bin kein auf die Texte-Hörer. Ich höre natürlich gerne Dub-Platten. Also, ja. Okay. Ist ja auch ein Delay drin, oder? Und mächtig viel, genau. Ja. Und es ist irgendwie gute Laune und ja, beides. Also, okay. Was läuft bei euch aus der Box? Also, Musik, Stefan, willst du? Oder? Du hast angefangen.
Oder musst du noch überlegen? Ich ganz wenig. Ich höre ganz selten Musik, muss ich leider sagen. Weil ich so viel Quellen, also Soundquellen auch habe, und was mir unfassbar, was mich wirklich nervt, und deshalb fand ich das vorher so toll, zu Beginn unseres Talks hast du mal erzählt, dass ihr keinen Fernseher mehr habt. Da muss man echt schon jemand beglückwünschen, weil das einfach eine ganz großartige Entscheidung ist. Das ist so eine Störquelle, finde ich, und ich finde es nur noch unerträglich irgendwie, diese Werbungsgeschreie überall nur noch. Ich kriege echt noch das macht einen echt so, das treibt einen so zurück, dass man sich wirklich ganz, ganz punktuelle Dinge sucht, auf die man dann selber zugeht, die man dann steuern kann. Podcast finde ich eine schöne Sache, wobei es jetzt gerade wirklich, stimme ich dem Stefan auch zu, es ist vor allem jetzt gerade auch, naja gut, der Situation bedingt, dass man einfach online den Kontakt sucht und da was vielleicht Haltbares erstellen will, indem man dann einfach einen Podcast macht. Aber auch da gibt es ja dann Dinge, die man suchen kann, und man muss sich ja nicht alle anhören, die gerade auf den Markt fliegen. Von daher kann man dann immer wieder eine Nische suchen, irgendwie, wo man denkt, das ist cool und das inspiriert einen. Oder sie selber machen eben, genau. Dann, genau. aber so wirklich Musik hören mache ich eigentlich nur noch beim Autofahren, wenn ich wirklich meine Ruhe habe. Aber ich fahre gerade keine längeren Strecken irgendwo hin, von daher höre ich wirklich selten bewusst Musik als Musik, wo ich sage, ach schön, das war jetzt eine Stunde irgendwie Inspiration oder da habe ich jetzt was rausgezogen. Habe ich gerade irgendwie zu wenig Ruhe dafür. Dafür sind zu viele Gedanken und Homeschooling im Kopf und Ideen, die man so umsetzen will, und Pläne und Tagesabläufe und so. Da gibt es zu wenig Ruhe, um sich zurückzulehnen und zu genießen in der Form. So geht es mir gerade. Ja, bei mir ist gerade eigentlich so ein bisschen so ein gegenteiliges Phänomen. Also ich höre wieder viel mehr Musik als vor ein paar Jahren noch. Mhm. Also ich habe jetzt vor ein paar Wochen einen Plattenspieler mir gekauft. Das ist der erste Plattenspieler, ich glaube seit 2004 oder so, den ich habe. Und deswegen finde ich es gerade total geil. Ich habe zu Hause dann so eine Ecke mit so einem Sitzsack und einem Kopfhörer und habe dann einfach alte Platten wieder aufgelegt. Erstmal das Ritual ist toll. Und ich liebe auch Platten zu hören, also tatsächlich eine längere Geschichte zu hören als nur einen Song. Und das finde ich gerade total gut. Ne? Diese Platten waren als Deko immer im Schrank. Und ich glaube, meine Frau wird dazu stimmen, dass ich seit Jahren an diesen Platten vorbeigehe und sage, eigentlich bräuchte ich ja einen Plattenspieler. Und irgendwie habe ich das immer rausgeschoben. Und jetzt, wo ich ihn habe, genieße ich das total. Und da landen auch unterschiedliche Dinge drauf. Also ganz viel alte Platten, die ich eben früher mal gekauft habe. Ne? Mhm. Und das ist echt abgefahren. Die legst du dann auf, vor allem, wenn du sie lange nicht gehört hast und du bist sofort wieder in diesem Film von früher drin. Das finde ich total gut. Also das finde ich, diese Ritual mag ich. Und jetzt, keine Ahnung, hier im Studio, der Studiobesitzer, der Arne, ist auch so ein laufendes Musiklexikon, der immer wieder mit irgendwelchen Tipps um die Ecke kommt. Cool. Das finde ich total cool. Also ich habe eigentlich so eine kleine Austausch-Community. Also mir fallen jetzt noch so zwei, drei andere ein, die dann immer mal um die Ecke kommen, sagen, hier, hört ihr das mal an, hört ihr das mal an. Und das genieße ich. Jetzt gestern zum Beispiel auch musste ich jemandem was zu Simmons-Schlagzeugen erklären. Und habe dann Spliff aufgelegt und dann darüber die alten Nina Hagen Band. Und bin dann auch bei diesen 78er Live-Aufnahmen gelandet, wo Herwig Mitteregger auf diesem Rototom-Set spielt. Klar, das ist jetzt Musik gucken in dem Fall auch gewesen. Aber voll geil. Also ich genieße das wieder viel mehr als noch vor ein paar Jahren, das Musik hören. Also ich finde, bei mir ist es auch eigentlich ein stetiger Inputgeber und ein Quell der Inspiration. Also tatsächlich ist das auch so die Grundlage für eine Art Übeprogramm, das ich jetzt nicht irgendwo niedergeschrieben habe, aber tatsächlich funktioniert es bei mir, glaube ich, schon so, dass ich mir eigentlich immer Musik, die ich gut finde, als Grundlage nehme, um dann irgendwas da zu erforschen. Den Beat, also wie ist er gespielt oder wie wurde er programmiert, wie kommen die Dinge zusammen, was wurde benutzt. Und dann fängt bei mir tatsächlich so eine Routine ein, dass ich immer tiefer einsteige und
dann kriege ich natürlich über den Produzent des Tracks mit, ah, der hat noch das gemacht, und plötzlich verästelt sich so wieder eigentlich eine Wochenaufgabe, und da kann ich mich dann echt ganz toll drin verlieren und zack, wieder was gelernt. Also auch da spielt oft der Zufall eine Rolle, nämlich dass irgendein Tippgeber, wie gerade Stefan auch erzählt hat, solche Leute habe ich auch, oder ich lese es irgendwie, mich irgendwo hinversetzt, und dann, ja, letztlich setzt er mich in so einen Sandkasten und lässt mich mal eine Weile allein spielen mit seinen Förmchen, und das finde ich eigentlich ganz toll. Und das funktioniert seit einfach 25 Jahren so. Also ich bin jetzt nicht jemand, der aus Büchern lernt, die er aufschlägt und dann versucht, die abzuarbeiten, sondern ich höre Musik, und das ist dann die Grundlage. Und da entstehen dann im Prinzip Aufgabenstellungen und Fragen, die dann eigentlich so den weiteren den Ablauf. Ja. Ich finde es total geil, als Inspirationsquelle natürlich und Stimmungsquelle auch irgendwie da einzutauchen. Ich kam gerade drauf, was so inspirationsmäßig, gucke ich hier gerade ins Handy, weil ich gerade ein paar WhatsApp vor mir habe, die mir letzte Woche geschickt wurden. Ich weiß nicht, wie viele Stunden es sind, aber es ist eine Playlist von Joey Veronka, cool, von Jim Keltner, von Jeff Porcaro, von Yaki Liebezeit, von J.R. Robinson. Und gestern kamen nochmal 55 Stunden Spotify Playlist von Matt Chamberlain. Krass. Also ich werde in den nächsten Wochen einiges zu tun haben. Aber das hört sich interessant an. Ja, der gute Jojo Vogt, liebe Grüße. Cool. Ah, das ist sehr schön. Sehr schön. Hat's geschickt. Das mag ich aber auch gerne, so Playlists starten. Ja, das finde ich auch cool. Gerade wenn ich hier irgendwie im Studio bastel und ich habe irgendwie so eine, ich habe jetzt eine Stunde damit zu tun, einfach Dinge hin und her zu schieben oder aufzubauen, abzubauen. Ja, genau. Da Playlists anzumachen, voll geil. Und alles auszuprobieren. So irgendwas, wo, ich wollte doch mal wissen, was jetzt eigentlich, keine Ahnung, schwedischer Minimal Techno eigentlich wirklich ist. Und da findest du ja sofort irgendwelche Playlists. Das finde ich richtig cool. Finde ich total super. Ey, das ist Wahnsinn, dass man so viel findet. Also klar, man braucht oft schon denjenigen, der einen auch bei der Hand nimmt. Und wenn man neu in irgendeinem Gebiet ist, so mal die Wesenszüge erklärt. Aber dann ist es echt, finde ich, ein Schlaraffenland. Hey, auch für zu lernen, um weiterzukommen. Man findet auch wirklich alles, was früher in puncto Recherche ein Riesenaufwand war. Man geht in die Bücherei oder kauft überteuert irgendwelche Japan-Pressungen. Hey, und jetzt kommst du an alles ran. Manchmal sogar doch auch noch mit Bild dazu, und du siehst, wie die Typen gespielt haben. Das ist für mich grandios. Also das, das ist schon sehr wertvoll. Und klar, hey, bei mir entspringen auch Listen über Listen. Claps vor 83, Claps mit MIDI, dann Beatles zum Dazutrommeln. Und also, mein Problem ist, ich brauche eher ein digitales Ordnungssystem, weil ich mich in meinen Listen verliere. Mhm. Ich komme gar nicht mehr zurecht, was dann alles dann da ist. Aber da sammle ich natürlich auch gern. Tatsächlich dann auch gern beim Hören wird dann schon immer in die verschiedenen Listen einsortiert. Ah, genau. Hallshot. Ja, auf der Bassdrum habe ich nicht so viel, also kommt es in das Fach. Und andererseits, wenn ich dann höre, 55 Stunden, das ist für mich, selbst wenn es 7 Stunden sind oder 3, oftmals schon so ein Kriterium, wo ich sage, oh, das stehe ich eh nicht durch. 55 Stunden, das ist eine, da lebe ich irgendjemand anderes Leben nach, das geht nicht, das ist zu krasses Phantom. Aber wenn jetzt jemand, wie zum Beispiel der Matthäus Grimali, schickt mir eine Liste über Jeff Porcaro, Steve Gadd, Carlos Vegas irgendwie, und dann sind vielleicht so 80 Minuten drin, dann strahle ich und freue mich und höre die dann natürlich auch so oft durch, dass die 3 Stunden auch voll sind oder die 55. Aber da lasse ich mich auf jeden Fall eher drauf ein, als wenn dann gleich so ein Riesenbrocken. Also es ist einfach so ein kleiner Mount Everest, wo ich dann sage, nee, hey, ich muss mal hier mit dem Feldberg im Taunus anfangen. Ja. Ah, krass.
krass. Also ja, ich werde auf jeden Fall mal reinhören irgendwie und so ein bisschen blind vorspulen. Ja, genau. So irgendwie einfach mal gucken, was weiß ich. Und es reicht ja, wenn es eine Inspiration ist, hat sich ja schon gelohnt irgendwie. Auf jeden Fall ist es echt ein riesen, wie du sagst, Berg an Informationen irgendwie und Eindrücken. Und von so tollen Typen finde ich, das ist ja, da kann man ja auch quasi nie genug hören. Das ist ja immer verfügbar dann. Das ist toll. Eine so sehr schöne Inspirationsquelle ist übrigens dein Blog, Olli. Oh ja, allerdings. Also das finde ich tatsächlich auch von der Dosierung her total geil. Ich gucke da sehr gerne rein bei dir, weil ich finde, dass du es liest sich, ne, wie ich vorhin schon gesagt habe, es liest sich erstmal toll. Ja, die stimmt. Wortwahl ist klasse. Und die Beispiele, die du dann bringst dazu, finde ich wirklich super. Also, ne, ich will dir jetzt nicht die ganze Zeit erzählen, wie du bist. Aber du, leider, ich muss es doch machen. Du bist ja auch unser Gast. Insofern dürfen wir dich auch. Wir, bei Zimmerfrei gab es doch immer die Lobhudelei, hieß das, glaube ich, ne? Diese ultimative Lobhudelei. Die ultimative, genau. Und das finde ich wirklich super, weil es eben gut dosiert ist und weil du da sehr auf den Punkt bringst, wenn dich auch was begeistert. Ne? Das finde ich auch wirklich ganz toll, dass du das so teilst. Hey, aber das freut mich. Aber tatsächlich ist es natürlich ja so, vielleicht ist es deswegen, wirkt es so, weil das überhaupt gar keine Ambitionen hat oder die geplant sind. Also es gibt den Auftrag, mein persönlicher, dass ich irgendwie mein Tageswerk und einfach auf den Punkt bringen, indem ich es niederschreibe. Und irgendwann habe ich natürlich auch festgestellt, ich gebe das total gern raus, weil es kommt sehr viel zurück. Und ich finde auch, ja, einfach Wissen rausgeben, finde ich einfach finde ich richtig. Aber tatsächlich ist es ja so, ich war wirklich ein miserabler Aufsatzschreiber und einen Aufsatz schreiben zu müssen, war für mich echt Stress. Das hat mich gestresst. Jetzt, wo ich es nicht muss und ich schreibe es freiwillig und auch noch öffentlich, das ist eine grandiose Situation. Es gibt keinerlei Druck. Es ist nicht mein Beruf, an dem ich irgendwie verglichen werde. Ich bin ja kein Autor, ich bin Schlagzeuger. Mhm. Ich tippe einfach. Und tatsächlich würde ich das als auch optimale Grundbedingungen für kreatives Schaffen generell sehen. Hey, wenn der Druck nicht da ist, bei mir zumindest, dann flutscht es. Ich bin auch kein First-Take-Schreiber. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ich schreibe den Blog-Eintrag, dann esse ich was, dann fällt mir ein, nee, den Satz schreibe ich nochmal anders um. Ich korrigiere wahnsinnig viel. Ich weiß gar nicht, wofür. Also so viele Leute lesen es gar nicht. Aber ich fühle mich dann wohl. Hey, irgendwie dann ungefähr nach 10 Korrekturen habe ich dann den Satz oder den Artikel so hingekriegt, dass ich ihn auch gut finde. Dann finde ich nochmal 4 Rechtschreibfehler und dann denke ich, ja, korrigiere ich auch. Es ist ein unglaubliches Gewurstel. Aber das hat auch sowas, wie manche Leute sich ja irgendwie, sie puzzeln oder sie verlieren sich in irgendwas. Parallel dazu ist es natürlich für mich auch pures Lernen, weil ich habe für mich festgestellt, so habe ich in der Schule schon funktioniert, also ich bin kein Auswendiglerner, ich verstehe Sachen dann, wenn ich sie mit meinen eigenen Worten nochmal irgendwie zusammenschreibe. Und genau das mache ich eigentlich in dem Blog. Und zwar einfach alles. Wenn Sachen zu privat sind, dann wird es so ein bisschen, manchmal fantasiere ich auch was dazu oder verschlüsselt es. Ich will da, das ist kein Tagebuch in dem Sinn. Aber eigentlich, es steht ja auch, es ist ja auch wirklich viel drin. Es ist tatsächlich mein musikalisches Tagwerk eigentlich immer. Und das mache ich jetzt ja echt schon lang. Und ich mache es auch weiterhin, weil ich festgestellt habe, es ist nicht nur der Mehrwert beim Schreiben und dann für mich das Lernen, sondern dieser Blog hat einfach eine sehr gute Suchfunktion. Ich finde mich so in meinen eigenen Baustellen und Gedanken unglaublich schnell zurecht. Das heißt, ich kann es relativ schnell reagieren beim Unterrichten oder bei einem Workshop, wenn irgendwas gebraucht ist, weil ich dann schon so die richtigen Keywörter für den jeweiligen Eintrag, an die erinnere ich mich. Ich tue das oft dann auch manchmal mit komischen Fantasiewörtern oder Begrifflichkeiten oder irgendwelchen Metaphern, die vielleicht ein bisschen schräg sind, so verbinden. Aber so finde ich tatsächlich, darüber finde ich das dann auch relativ schnell. Und deswegen bin ich mit dem Blogformat eigentlich auch total glücklich. Und ja. Manchmal ärgert es mich dann eher, und auch das ist natürlich Quatsch, warum ärgert es mich? Weil vielleicht fände ich es toller, wenn mehr Leute den Blog lesen würden, als jetzt einfach so einen schnellen Instagram-Beitrag oder einen etwas mehrzeiligeren Facebook-Eintrag. Aber bei beiden Formaten kann ich überhaupt nicht so in die Tiefe gehen, wie ich es da mache. Also
bei dem Eintrag schreibe ich natürlich das, was ich rausgekriegt habe, aber ich kann natürlich auch verlinken zu den jeweiligen Tonträgern, zu den Leuten, die es gemacht haben. Und das vermisse ich natürlich bei diesem schnell und 1 Minute Obergrenze. Ja, absolut. Das dient einem anderen Zweck. Ja. Ja. Ich fand das ganz spannend, ne, wo du das ansprichst. Du hast neulich mal einen Post gemacht, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, wo du quasi nochmal beschrieben hast, was du da tust. Also, dass du eben auf deine eigene einzigartige Art und Weise Social Media Präsenz hast, ohne ein Ziel zu verfolgen, ohne auf Englisch zu posten, sondern auf Deutsch. Weißt du, was ich meine? Du hast so einen Post gemacht. Und ich habe den gelesen und habe mich von dir auch echt in den Hintern getreten gefühlt. So ein bisschen. Also auch so ein bisschen erwischt gefühlt. Ne? Weil man natürlich, wenn man diese Social Media Welt ist, um jetzt mal den Bogen zu unserem Thema zu spannen, begibt man sich ja auf einen Pfad, sich selbst zu präsentieren auf eine bestimmte Art und Weise. Und das funktioniert auf diesen Plattformen natürlich nur, wenn man gewisse Eigenschaften erfüllt, nicht mal nur persönlich oder spielerisch, sondern auch vom Format her. Und dann hast du geschrieben so, ey, mir ist egal, wie viel Follower ich habe, so ungefähr, ne? Also dir ist nicht egal, wer dir folgt, sondern du hast jetzt nicht das Ziel, ein international bestselling Instagram-Account zu haben. Fände ich schon toll, eigentlich. Ja. Und deswegen ärgere ich mich vielleicht auch dann manchmal ein bisschen, dass dann doch mehr Leute da das lesen und ich mich aber auch nicht so weit verbiegen kann oder will. Also so ein bisschen finde ich es natürlich schon schade, aber klar, ich habe dann einfach die Grenze gezogen, hey, die gibt's für mich. Also irgendwo, es wäre viel cleverer, wenn ich Sachen auf Englisch machen würde, aber das bin ich halt nicht. Da müsste ich mich immer irgendwie bemühen und dann fließt es natürlich nicht so raus, wie wenn ich jetzt in Deutsch kurz was hinnuschel. Ja. Und wenn ich dann feststelle, hey, ich verwende viel Zeit für den Blog und dann brauche ich aber nochmal so viel extra Zeit, um das auf einen Instagram-Rahmen irgendwie, genau. Ich möchte es auch echt jedem empfehlen. Ich packe das dann hinterher hier in unser Video oder in diese... Oh ja, du kannst das bei Spotify in diese Blog Notes oder wie das heißt, da irgendwie reinpacken, dass die Leute sich deinen Blog angucken. Ja. Also das ist... Das werden wir hiermit nochmal forcieren. Ja. Was auch immer für einen Effekt das hat. Ich habe es mir auch schon notiert. Ja. Ja. Aber ich finde es geil. Nee, tatsächlich, man freut sich, das wissen wir alle. Hey, beim Konzert, wenn geklatscht wird... Das gibt natürlich immer einen Auftrieb und zwar kein unbedeutendes, habe ich schon so oft gemerkt. Selbst, naja, allein schon das Gefühl bei manchen in der Band, wenn die Halle voll ist oder wenn es aber eine große Halle ist, genauso viele Leute, aber es wirkt leerer, das macht was mit einem. Genauso ist der Applaus natürlich wichtig und manchmal würde ich mich trotzdem gern davon auch befreien können. Dann würde ich nicht hart und sagen, hey, warum guckt ihr dann immer im Instagram und warum geht er denn nicht auf den Blog? Eigentlich sollte das keine Rolle spielen. Es ist mal so, lustigerweise habe ich kurz danach, hatte ich dann mal wieder mit Benny Greb telefoniert und dann ging es auch darum, er als absoluter Instagram-Profi und nicht nur aus Kalkül, sondern ich finde, der macht das einfach wahnsinnig charmant und es funktioniert. Also da schlackere ich dann nur mit den Ohren. Ja, aber dann gibt es dann auch 2, 3 liebevolle Tipps und dann habe ich tatsächlich wieder was gepostet und dann kommt gleich das Lob von ihm. Und dann denkt man, ja, man müsste jetzt weitermachen. Und dann, oh, nee, ich glaube, ich schaffe es heute doch nicht. Aber es halt nach, vielleicht morgen. Ja, ich habe unsere Camps in wirklich gute Erinnerungen, ne? Die wir da zu dritt gemacht haben. Absolut, hey, und ich finde ja, das Format, das ihr beide jetzt so toll befüllt, ist ja... dem, was wir da gemacht haben, auch gar nicht unähnlich, als wir festgestellt haben, hey, es muss nicht jeder immer für sich alleine unterrichten, sondern lass uns doch mal auf Augenhöhe unterhalten und die Teilnehmer sind aber einfach dabei und können auch Fragen stellen und das fand ich ein ganz tolles Format auch des Unterrichtens, weil man einfach, wir selber kriegen was mit und man kommt an Ecken vorbei, dass man vielleicht auf seinem eigenen Pfad nicht unbedingt jetzt vorgesehen hatte. Also insofern, ich habe gedacht, als ich von eurem Blog schon, von eurem Podcast-Format gelesen habe, dachte ich, super, genau sowas hätte ich mir eigentlich immer gewünscht. Zwei tolle
Trommler unterhalten sich dann mit einem dritten Rhythmusmacher. Also das ist super gut. Es klingt nach einem sehr schönen Schlusswort. Ja. Eigentlich, was du gesagt hast, Olli. Und du bist einfach der perfekte Gast für uns heute gewesen. Ich habe mich auch sowas von wohl gefühlt und eigentlich ist es ein bisschen so wie bei dem DJ-Set, wo ich jetzt was trinken sollte. Eigentlich habe ich total Bock und hätte wirklich noch mächtig Energie. Aber hey, wir können ja einfach nochmal, ob jetzt öffentlich oder nicht, wir können uns genauso nochmal unterhalten, weil da gäbe es noch einiges. Sehr gerne, auf jeden Fall. Ja, das stimmt, ja, das ist schön. Ja. So eine Geschichte poppt ja die ganze Zeit auf bei mir, Olli, die eigentlich auch dein Karma widerspiegelt. Ich weiß gar nicht, Frank, ob ich dir das mal erzählt habe. Weißt du das noch, als wir auf dem Weg zum Kreativ Drumcamp waren und Levi hat die Glaskugel aus dem Fenster geworfen? Na klar. Das war der Wahnsinn. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es noch richtig auf die Reihe kriege, aber ihr habt an dem Nachmittag euch eine Glaskugel hin und her geworfen. Ne? Ich glaube, wir haben mit einem Ball gespielt. Trainieren? Aber auf dem Fensterbrett gibt es so einen Briefbeschwerer von meinem Opa. Das ist einfach so eine Glaskugel. Ja. Mhm. Und welches Stockwerk war das? Ja, genau. Wir wohnen hier unter dem Dach, Altbau, sehr hoch, 5. Stock. Der Levi war 1,5. Ich bin runtergegangen. Die Jungs haben mich abgeholt. Der Lieferwagen für Schlagzeug stand ein bisschen auf der Straße, hat da ein bisschen blockiert, sodass der Verkehr auch halten musste. Ich komme runter, ich sehe einen Mercedes vor dem Lieferwagen, eine aufgeregte Frau, die ruft, oh, mir ist jemand reingefahren, hier ist jemand hinten reingefahren, ich sehe aber niemand. Und ich habe schon gedacht, oh, komisch. Bin um das Auto, nagelneuer Benz, gelaufen und habe gesehen, dass in der Heckscheibe ein Loch war und habe natürlich die Glaskugel von meinem Opa auf der Hutablage sofort gesehen. Und mir war sofort klar, die wollten runterrufen, tschüss Olli. Und ich bin zu der Frau und habe einfach gesagt, hey, ich glaube, es ist niemand reingefallen. Ich weiß, was passiert ist. Ich schätze, dass mein Sohn ein Glasstein runtergeschmissen hat und der ist hinten geht. Nee, es kann nicht sein. Sie hat es genau gehört. Ich sag, ja, vielleicht war das ein lauter Aufprall, aber sie war ja auf jeden Fall mächtig aufgeregt, zu Recht. Ja. Und naja, letztlich. Also es ist alles ja gut gegangen im Endeffekt und es war auch wirklich ne, Glück, dass es so glimpflich gelaufen ist. Was ich aber nie vergessen werde, ist, dass diese Frau, die so aufgeregt war, sich hinterher, weil du hast lange mit ihr gequatscht und dann hat sie sich hinterher noch so mit den Worten verabschiedet. So, ja, tschüss und nichts für ungut. Tschüss. So, weißt du, die Frau, der gerade diese Steinkugel hinten reingeflogen ist, hast du sie so umgarnt mit deiner Art und beruhigt mit deiner Art und Weise, dass sie noch weg ist, so nach dem Motto, so, ach ja, entschuldigen Sie die Störung. Das war wirklich, ja, es war echt schräg. So ein bisschen gefreut sogar. Ja, so die Frau, also es war wirklich, die war dann auch außer sich und hat dann, als die Polizei dann kam, zu dem Polizisten gesagt, und da war natürlich meine Frau mit dem Levi letztlich auch da, ja, was machen wir jetzt mit dem Kind, mit dem Übeltäter? Und da hat der Polizist nur gesagt, ja, hey, einsperren geht nicht, oder? Ja, stimmt, aber also ja, das Anspannungslevel war eine Zeit lang quasi auf. Also da muss doch was passieren mit der Gerechtigkeit. Und am Schluss war natürlich alles, ging irgendwie gut aus. Es war natürlich ein Megastart, den hätte man nicht besser ins Drehbuch schreiben können. Super. Es hat uns dann die ewig lange Anfahrt auf jeden Fall etwas. Das stimmt. Angenehm gestaltet. Ja, auf jeden Fall. Cool. Ich muss so oft an diese Story denken, wirklich. Weil du auch so eine geile Art hast, irgendwie. Ich kann es immer nur wieder betonen. Das ist wirklich. Und das war euer erstes Zusammentreffen? Oder? Nee, wir hatten es, glaube ich, im Vorfeld schon zur Planung auf jeden Fall auch getroffen. Mhm. Da saßen wir schon ein paar Mal zusammen. Okay. Aber dann tatsächlich die Fahrt dahin und die Woche. Das war dann. Das war schon spitz. Super. Das war toll, ja. Ja, auf jeden Fall. Cool. Hey, ich würde sagen, den offiziellen Teil beenden wir hier. Und ich drücke bei Record mal auf Stopp. Ja. Dann können wir einfach weitermachen. Also, Olli, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hey. Für deine Zeit. With